Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch mal ein ganz, ganz wichtiges Video für euch, denn für alle, die mein Zitronensorbet-Eis schon probiert haben und mich gefragt haben, Mensch Kathi, geht das nicht auch vielleicht ohne Zusatzprodukte wie Seidentofu, weil Sojaallergie und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch auch ohne irgendwelche Ersatzprodukte gehen. Es ist mir tatsächlich gelungen und das Rezept habe ich ein kleines bisschen verändert und es ist viel, viel besser, denn ich habe diesmal den Zucker in Wasser aufgekocht. Ihr erinnert euch, 200 Gramm Zucker auf 200 Liter Wasser aufgekocht zu diesem dünnen, sag ich mal, Zuckersirup. Und jetzt habe ich euch mal gezeigt, den Unterschied. Hier ist ein Zitronensorbet ohne Zusätze, also ohne Seidentofu. Und hier habe ich nochmal ein Zitronensorbet gemacht und diesmal mit Sojajoghurt. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass es nicht funktioniert hat. Und ich kann euch sagen, warum es nicht funktioniert hat, denn ich habe zwei Gefrierfächer. Ein ganz normales in meinem Kühlschrank. Das hat nicht die Kraft wie das Gefrierfach in meiner Backstube. Das ist nämlich eine reine Gefriertruhe. Und dort gefriert alles ein. Ob Seidentofu oder Sojajoghurt. Und da habe ich mir gedacht, oh je, für all diejenigen, die jetzt nur einen ganz normalen Kühlschrank haben, bitte beachtet jetzt also folgende Rezeptveränderung. Nehmt also als Basis Wasser und Zucker, kocht es 5 Minuten auf und nehmt dann den Fruchtsaft eurer Wahl. Ich habe gedacht, ich zeige euch auch mal, wie das hier mit Grapefruit funktioniert. Hier seht ihr die Grapefruit ohne Zusatz und hier ist Grapefruit mit etwas Sojajoghurt. Also in diesem Fall funktioniert auch Sojajoghurt oder Sojatofu, also Seidentofu. Jetzt habe ich hier 200 ml frisch gepressten Orangensaft. Kommt in unser Zuckerwasser oder unser Sirup rein. Jetzt könnt ihr natürlich noch mal einen Löffel Sojajoghurt dazu nehmen. Ich lasse ihn aber weg. Ich reibe anstattdessen noch ein bisschen Orange für euch. Achtet darauf bitte, dass es Bio ist. Nach verschiedene Größen, haben wir verschiedene Körnungen. Und das Tolle ist natürlich, wenn ihr den Fruchtsaft nicht erhitzt, dann bleiben euch noch wesentlich mehr Vitamine und Enzyme enthalten. Also von der Schale her könnt ihr so viel reinmachen, wie ihr wollt. Ich mache heute ein bisschen weniger und jetzt fülle ich das wieder in Gefäße und in den kleinen Förmchen. Sind die tatsächlich schon in 3 Stunden fertig, in den großen leider erst in 5. Und somit gelingt es auch in jedem Gefrierfach. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tut mir leid, dass das erste Mal jetzt so ein bisschen in die Irre gelaufen ist. Und das kriegt jetzt der kleine Beni, mein Nachbarsjunge, und der dachte, ich jetzt verputze. Beni, dein Eis. Danke. Bitteschön. Danke, Kathi. Gerne. Tschüss, bis ganz bald.